bin der ehemalige leitende Inselgärtner der Freundschaftsinsel. Ach, das ist ja cool. Ja. Welche Frage ich beantworten kann? Ja. Dass ich zu Ausstellungseröffnungen verschiedenster Art immer gehe. Und Sie wissen darüber mehr zu berichten? Ich weiß über die Freundschaftsinsel oder über den ehemaligen Inselgärtner mehr zu berichten? Über die Freundschaftsinsel. Über die Freundschaftsinsel weiß ich ganz viel zu berichten. Die liegt ja hier ganz in der Nähe als Insel im Fluss, in dem Falle Havel. Und seit wann haben Sie dort gearbeitet? Wann fingen Sie da an? Im Grunde genommen war ich das erste Mal auf der Freundschaftsinsel während meiner eigenen Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Deshalb nach Potsdam gekommen, aus treuen Britzen. Und das war im Herbst, im September 1972. Das ist ja schon eine ganze Weile her, mein Gott. Ja, so lange nur wieder auch nicht. Aber im Verhältnis zu unserer schnelllebigen Zeit schon eine ganze Weile her. Wer kam denn auf die Idee, diese Insel so zu einem Pavillon zu machen und zu einer Diskothek? Das waren ja zwei verschiedene Sachen. Na, im Grunde genommen war in den 70er Jahren ja die letzte große Umgestaltungsphase zu DDR-Zeiten, wo dann mit Geld aus Berlin, sprich Weltfestspiele war das Motto, dann eine neue Infrastruktur entstanden ist und Gebäude dazu kamen, zum Beispiel das Inselrestaurant von der potentesten gastronomischen Einrichtung in der Umgebung, dann auf höheren Befehl betrieben, nämlich vom Interhotel Potsdam und von den Landschaftsarchitekten schon in den 60er Jahren angedacht, erst als Rundbau ein Musik- und Lesepavillon und dann in den 70ern als viereckiges, flaches, modernes Aluminium-Glas-Gebäude der Ausstellungspavillon, immer gedacht für eine vielfältige Nutzung, also nicht nur für Kunst, sondern auch für kleine Messen, für Kunsthandwerk, für Gartenblumenausstellungen, also deshalb dieser sehr transparente Raum. Die Diskothek ist ja schon zu DDR-Zeiten, also vom Interhotel betrieben, Inselcafé, die mussten dann natürlich sich an der allgemeinen Planerfüllung beteiligen und weil sie das mit einer saisonalen Gartengastronomie nicht geschafft haben, kam denn die Idee, dort so eine Edeldiskothek einzurichten. Das war schon zum Ende der DDR eigentlich für das Gartendenkmal unpassend, aber das Schlimmste ist denn nach der Wende passiert, als ein ehemaliger Potsdamer wieder zurückkam, der sich natürlich nun in Potsdam gar nicht mehr sagen lassen wollte und der in Anbindung an eben diese Diskothek der Vorwendezeit da zunächst ein Knall feuerwehrrotes Gebäude aus dem Inselrestaurant machte und dann ein grasgrünes, nachdem die erste Kritik gekommen war. Und Diskothek passte natürlich gerade in der Nachwendezeit, wo die Insel von Vandalismus hoch 3 heimgesucht war, überhaupt nicht. Da sind dann die Autos bis vor das Gebäude gefahren und alsbald gab es den Krieg mit dem Wohngebiet. Die haben das natürlich überhaupt nicht verstanden, dass nun bis morgens um 4 dort Autos an- und abfuhren in dem Wohngebiet. Es gab ja keinen extra Parkplatz. Also eine Geschichte, die da gar nicht hinpasst. Wer war das? Wie hieß der Mann, der zurückkam? Der zurückkam, das weiß ich nicht mehr. Also dieser Disco-Besitzer, dieser Disco-Betreiber? Das war jemand, der als Pächter dann bei der Stadt, und was das Stärkste war, der hatte dann noch einen Kompagnon, der beim Liegenschaftsamt der Stadt arbeitete und der ihm dann, weil ja nach der Wende irgendwann Usus war, dass jedes Gebäude ein Grundstück haben musste, was zu DDR-Zeiten eben nicht so war. Und der hatte dann versucht, dem behilflich zu sein, zu dem von ihm gepachteten und mit der Möglichkeit, dass es erwerben konnte, Gebäude, das Grundstück, dann wäre also heute ein Stückchen Freundschaftsinsel rausgeknabbert, wäre vielleicht eine Saunalandschaft oder was weiß ich. Das ist ja unglaublich. Unglaublich, finde ich auch. Wer war denn damals Direktor im Interhotel? Der Direktor zu DDR-Zeiten im Interhotel, das war eigentlich ein sehr cleverer, geschäftlich durchaus gewiefter Mann, Herr Bock zum Beispiel, das weiß ich noch, hieß der. Der kam irgendwo von außerhalb, irgendwann, glaube ich, Anfang der 80er Jahre und hat dann zum Beispiel da das erste Treffen, so ein Außenministertreffen, wo die Amerikaner aus politischen Gründen zum Beispiel nicht den Wirtschaftsminister schickten, sondern irgendeinen dritten oder vierten Mann, kann ich mich noch erinnern. Und da wurde das gesamte Interhotel nochmal aufgepeppt. Da waren noch viele Künstler beteiligt, die
im Inneren gestaltet haben. Ich weiß gar nicht, auch von denen, die heute hier waren, waren da vielleicht welche dabei, die dann mit Aufträgen ausgestattet wurden. Da waren dann in den Fenstern zum Beispiel ganz moderne Kreationen drin. Also Hotels haben ja immer was Piefiges, das war da aber in dem Falle nicht so. Eigentlich sind die da so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und haben da eigentlich Aufträge an Künstler vergeben, die das Ganze so gar nicht mehr so interhotelmäßig haben aussehen lassen. Das war eigentlich ganz gut, was der da damals in die Wege geleitet hat. Bock. Herr Bock hieß der, glaube ich, Bock oder Bock oder so ähnlich. Den habe ich in Nachwendezeiten manchmal noch in der Sauna getroffen. In welcher Sauna? Na, Schwimmhalle. Es gibt nur eine Sauna in Potney, es gibt mehrere, aber in die ich gehe, das ist die in der Schwimmhalle. Und da ist der, jetzt treffe ich nicht mehr, aber irgendwie nach der Wende ist der da ein paar Mal auch noch in dieser Sauna aufgekreuzt. Und die sollte stehen bleiben, die Schwimmhalle. Was meinen Sie denn? Also ich bin ja dafür, dass sie stehen bleibt. An der Schwimmhalle hängt mein Herz wenig. Ich finde viel Ehrenverlust, dass wir zerredet haben, dieses Niemeyer-Projekt, das war nämlich wirklich toll. Da war der Hang grün, parkartig, passte da oben auch die Burg darauf. Als Kontrast dazu, das, was jetzt da als Vorschlag kommt mit dieser Bebauung, wie in Vorkriegszeiten, sieht ja alles eigentlich furchtbar aus. Und für Niemeyer hätte ich auch auf dieses Bad verzichtet. Da hätte ich vielleicht auch aufs Minsk verzichtet. Obwohl, wenn man das sich etwas aufgehübscht vorstellt, ist das vom Bauwerk her da an der Stelle gar nicht so schlecht. Bloß die meisten dachten wahrscheinlich, zu DDR-Zeiten ist da so ein Vorhof geschaffen worden für den sogenannten Kreml dort oben mit pompösen Wasserbecken, Rosenbeeten, da musste alles weg. Aber im Grunde genommen war das natürlich für die Stadt und den Blick und das Grün eigentlich nicht verkehrt, muss ich sagen. Besser als die Totalbebauung des Hügels da